Meine Damen und Herren, Herr Präsident, schönen Dank, Herr Dr. Dressel, schönen Dank, Frau Prien. Sie haben zu Herrn Dr. Wolf gesagt, was zu sagen ist. Da ist einfach ein Trennstrich zu ziehen und deswegen brauchen wir das nicht ergänzen, was Sie gesagt haben. Sie haben das zum Ausdruck gebracht, was auch wir sehen. Wir haben heute eine Reihe flüchtlingspolitischer Debatten auf der Tagesordnung. Die Problematik der Unterbringung, das ist in der letzten Debatte schon angeklungen, ist aktuell mittel- und langfristig eine der größten Herausforderungen. Ihre menschenwürdige Sicherung eine der gegenwärtigen Hauptaufgaben. Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich hier einige Worte, obwohl sie nicht anwesend ist, zu der Entgleisung der zweiten Bürgermeisterin Frau Fegebank sagen, die uns in ihrem NDR-Sommerinterview wegen unserer Kritik an der Senatspolitik in Sachen Unterbringung mit dem Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung zu diffamieren versucht hat. Was mich daran politisch beunruhigt, ist, dass dieser haltlose Vorwurf ihre Panik in der Flüchtlingspolitik deutlich macht. Ihre Konzeptionslosigkeit, ihr Heraufbeschwören von Notstand, eines Notstandes, wenn man davon gegenwärtig überhaupt sprechen will, der im Wesentlichen Ergebnis eines konzeptionellen Defizits, eines konzeptionellen Versagens der Regierenden ist. Das beunruhigt mich wirklich. Aber ihre Panik in der Flüchtlingspolitik erklärt oder rechtfertigt diesen Vorwurf gegen uns in keiner Weise. Was Sie versucht haben, Frau Fegebank, ist die Kriminalisierung von Kritik und Opposition. Unterlassene Hilfeleistung ist ein Straftatbestand. Das Mindeste, was man sagen muss, das war bösartig und diffamierend. Sie haben sich in Ihrer Wortwahl total vergriffen und deshalb fordern wir eine Entschuldigung. Und ich bitte die Fraktion der Grünen, das zu übermitteln. Wir fordern eine Entschuldigung und wir fordern Sie auf, zurück zu einer sachlichen Auseinandersetzung zu finden. Und damit bin ich mitten im Thema. Wir bestreiten nicht, dass die Stadt infolge sprunghafter Entwicklungen große Herausforderungen meistern muss. Aber ein nicht kleiner Teil der heutigen Probleme ist hausgemacht. Die Ursachen reichen teilweise Jahre zurück, aber sie liegen auch in der jüngeren Vergangenheit. Ich habe mir zum Beispiel die einschlägigen Kennziffern im Haushalt der BIS angesehen. Als wir im Dezember den Doppelhaushalt für 2015-2016 beschlossen haben, gab es die wachsende Flucht- und Migrationsbewegung von Afrika nach Europa schon längst. Der Bürgerkrieg in Syrien mit über 10 Millionen Flüchtlingen dauerte bereits fast 5 Jahre. Die Destabilisierung des Mittleren Ostens hatte durch die grausamen Verbrechen des IS dramatisch zugenommen. Und der Senat erhob die Kennziffern durchschnittliche Belegung der zentralen Erstaufnahme, und das war ein ganz zentrales Steuerungselement, von 1.100 für den Plan 2014 auf 1.250 für 2015 und 2016 an. Mit diesen Kennziffern, die schon Ende 2014 von der Wirklichkeit weit überrollt waren, wollte man steuern. Heute gibt es deutlich über 9.000 Plätze in der zentralen Erstaufnahme, also nicht 1.250, auch nicht das Doppelte, sondern deutlich über 9.000. Heute gibt es, weil Unterkünfte fehlen, Zelte und Hallenunterbringung. Hätte man früher investiert, hätte man früher das Geld bereitgestellt, hätte man zumindest das Ausmaß der Not vermeiden können. Es zeichnet sich ab, dass ohne schnelle Korrektur Flüchtlinge auch im Herbst und auch im Winter in Zelten und Hallen zubringen müssen. Das wäre eine Katastrophe. Wir fordern deshalb, und das ist unser erster Schwerpunkt, alles Erdenkliche zu tun, um die Zelte und die Hallenunterbringung möglichst bald und auf jeden Fall vor dem Winter durch feste Unterkünfte zu ersetzen. Der Senat steht in der Verantwortung und wir werden ihn, wenn er diese Verantwortung wahrnimmt, dabei rückhaltlos unterstützen. Es ist ein Unding, dass Anfang Juli 1.321 Wohnungen der Saga GWG leer standen und weitere 111 Wohnungen in der Verwaltung der FAH. Meistens Wohnungen, die saniert oder abgerissen werden sollen. Für diese leerstehenden städtischen Wohnungen muss sofort ein Zwischennutzungskonzept entwickelt werden. Sie müssen wenigstens über den Winter für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Es ist ein Skandal, und wirklich ein Skandal, dass kürzlich die Saga GWG, nachdem die Forderung nach Zwischennutzung von 80 leeren Wohnungen in Heimfeld erhoben wurde, begann, diese Wohnungen durch Herausschlagen der Fenster unbewohnbar zu machen.
Verpflichten Sie die SAGA GWG, die leerstehenden Wohnungen wenigstens für eine Zwischenvermietung bis zum nächsten Frühjahr bereitzustellen. Dann wird es nämlich auch möglich sein, wenn der Senat dieses Problem angeht, privaten Wohnungsleerstand aus dem Bereich zum Beispiel der Genossenschaften oder andere Bereiche der privaten Wohnungswirtschaft zumindest zunächst erst einmal für eine Zwischennutzung zu nutzen. Unser zweiter Schwerpunkt ist, es muss verhindert werden, dass Notlösungen zu Dauereinrichtungen werden. Die großen Containerlager mit bis zu 3000 Flüchtlingen sind nichts anderes als Notlösungen. Sie sind vielleicht, das gestehen wir zu, derzeit nicht zu vermeiden. Aber sie sind nur für einen begrenzten Zeitraum und nur dann akzeptabel, wenn die Zeit genutzt wird für ein Konzept, das sie überflüssig macht. Ein größerer Teil der Flüchtlinge wird auf lange Zeit bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir brauchen deshalb ein Aufnahmekonzept, auch für Unterbringen und Wohnen, das die Integration der Neuankömmlinge in unsere Stadtgesellschaft von Anfang an fördert und ermöglicht. Wenn Flüchtlinge und über lange Zeiträume unter schwer erträglichen Bedingungen, zum Beispiel in Containerghettos, leben müssen, dann ist das nicht nur belastend, dann verbessert das auch nicht die Akzeptanz. Ghettos verschlechtern die Akzeptanz. Die eine einzige Maßnahme, die alles klärt, gibt es sicher nicht. Wir haben deshalb auch ein ganzes Bündel von kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen vorgeschlagen, die sicher auch noch ergänzt werden können. Für sofort wirkende Maßnahmen muss vor allem die SAGA GWG ihrer Verantwortung gerecht werden. Das fordern wir schon lange. Ihre Versorgungsverpflichtung von derzeit 3.000 Wohnungen, davon 1.700 an vordringlich Suchende, muss erhöht werden. Von den rund 9.000 Wohnungen, die wegen eines Mieterwechsels jährlich neu vermietet werden, muss mindestens die Hälfte an berechtigte Wohnungssuchende und davon mindestens 55% an vordringlich Suchende vergeben werden. Sofort muss, damit eine mittelfristige Entlastung erzielt werden kann, das Wohnraumförderungsprogramm aufgestockt werden. Ich gehe jetzt nicht, keine Sorge, auf die anderen Vorschläge im Einzelnen ein. Unsere Vorschläge sind ja auch nicht originell. Fragen Sie zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände, die sagen Ihnen Ähnliches. Etliche dieser Maßnahmen, zum Beispiel Programme der privaten Vermietung, inklusive Wohnprojekte wie zum Beispiel Studentenwohnungen für Flüchtlinge und Studierende und vieles andere mehr, werden in anderen Städten ja bereits praktiziert und laufen gut. Die Stadt Wien baut jährlich zum Beispiel 6.000 Sozialwohnungen, während sich der Senat in Hamburg mit 2.000 begnügt. Die Forderungen nach Beschlagnahme von Leerstand werden gegenwärtig nicht nur von einem Grünen, sondern auch von einem CDU-Oberbürgermeister erhoben. Und gerade habe ich über Twitter erfahren, dass Berlin heute ein leerstehendes Gebäude beschlagnahmt hat, und zwar ein Gebäude, das im Besitz der Bad Bank, der des Bundes ist, der Hypo Real Estate, ist beschlagnahmt worden und wird jetzt für die Erstaufnahme hergerichtet. Was Berlin kann, sollte Hamburg auch können. Und Sie wollen all diese vorgeschlagenen Maßnahmen für ein Konzept unter den Tisch fegen und nicht einmal im Ausschuss darüber reden. Das finde ich wirklich erbärmlich. Es gibt aus den Reihen des Senats und der Regierungsfraktionen ein zentrales Gegenargument. Das sei alles zu teuer. Das führen Sie vor allem gegen die Umwandlung von Leerstand in Wohnraum ins Feld. Das sei zu teuer. Deshalb steht, ich nenne nur ein einziges von unendlich vielen Beispielen, die Janusz-Korczak-Schule mit ihren fast 4.000 Quadratmetern fast leer und wird nicht genutzt. Sie sagen, zu teuer. Hier zeigt sich, dass Sie sich mit dem Finanzrahmengesetz selbst in eine Falle gelockt haben. Wir haben immer kritisiert, dass sich die Stadt mit diesem Gesetz selbst Fesseln anlegt und sich jede Möglichkeit nimmt, auf nicht vorhersehbare Entwicklungen angemessen zu reagieren. Jetzt ist es evident. Zulasten der Flüchtlinge, zulasten der solidarischen Entwicklung der Stadt. Sie liefern ganz aktuell den Beweis, dass das Finanzrahmengesetz und die Schuldenbremse den Menschen in dieser Stadt schaden. Da hilft es Ihnen nicht, auf die Theorie der Schuldenbremse zu pochen. Die Praxis widerlegt sie. Deshalb fordern wir, und darauf wird der Kollege Hackbusch noch ausführlicher eingehen, dass jetzt sofort das Finanzrahmengesetz zumindest geändert werden muss, sonst droht es Hamburg in eine humanitäre Katastrophe zu reißen. Und das wird dann richtig teuer.
Ich will aber noch ein anderes Argument ins Feld führen, und zwar ebenfalls am Beispiel der Janusz-Korczak-Schule. Die Absicht des Senats ist nämlich, das leerstehende Gebäude dermaleinst an die Hafen City GmbH zu überführen, als Baustein des Stromaufwärtsprogramms für den Osten. Wollen Sie wirklich Stadtentwicklung an den konkreten Bedürfnissen betreiben, unter Missachtung der Notwendigkeit, Flüchtlinge in größerer Zahl in der Stadt aufzunehmen, sie zu integrieren, ihre Teilhabe zu ermöglichen? Sie sind konzeptionslos. Und sie sperren sich, und das finde ich bedenklich, gegen Kooperation. Anders kann ich mir nicht erklären, warum Sie unseren Antrag nicht einmal überweisen wollen. Ich würde wetten, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Grünen, dass viele unserer Vorschläge sich auch bei Ihnen in Anträgen oder Programmen wiederfinden, jedenfalls in der Zeit vor März 2015. Fürchten Sie deshalb die Diskussion im Ausschuss? Und Sie, Herr Dressel, die sind ja jetzt draußen, Sie reden von Schulterschluss, wollen aber unser Angebot, und unser Antrag ist ein Angebot für ein Konzept, das Sie bisher nicht auf die Reihe gekriegt haben, nicht mal fachlich diskutieren. Fürchten Sie, dass Ihre Reihen keineswegs so festgeschlossen sind? Ich wiederhole, Ihre Entscheidung, den Antrag nicht zu überweisen, wäre erbärmlich, und ich fordere Sie auf, nehmen Sie diese Entscheidung zurück und überweisen Sie den Antrag.